Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Heute habe ich mir gedacht, wir schauen mal wieder für die Singles, was kommt auf die Singles zu, wo kannst du jemanden kennenlernen und was wird das für ein Mensch sein, den du da kennenlernen kannst. Ja, und wir starten jetzt auch gleich, bitte bedenkt, es ist ein allgemeines Reading, es kann nicht auf jeden zutreffen, spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du mir also als Mann zuschaust oder in einer anderen Konstellation bist, drehst du ja einfach um. Und das Reading ist zeitlos, bedeutet dann, wenn du es findest, kann es eine Bedeutung für dich haben. Jo, und wir starten mal für die Singles. Was kommt auf die Singles zu? Was sollst du wissen? Okay, es sind schon ein paar Karten zur Tür hinaus. Moment, kurz holen. Ha! Wir haben den Hierophanten, die 6 der Stäbe und die 4 der Schwerter. Okay, gut, weiter geht's. Dann haben wir hier die 8 der Schwerter, die Singles. Was kommt auf die Singles zu? Okay, die 8 der Stäbe und die 8 der Kelche. Dreimal die 8. Die 8 ist eine wichtige Zahl für euch tatsächlich. Ist das Erste, was reinkommt. Ich habe es hier tatsächlich auch so. Ich habe hier noch die 2 der Münzen im Unterdeck. Es geht hier darum tatsächlich, wenn du mir hier als Single zuschaust, dass es sein kann, dass du hier entweder schon jemanden kennst oder gerade kennengelernt hast. Dieser Mensch könnte dich faszinieren, interessieren und gleichzeitig... ist dieser Mensch magisch anziehend für dich, ja? Also sowas kriege ich hier rein. Es kann aber auch sein, dass du genau so einen Menschen jetzt erst kennenlernst. Ich sehe hier tatsächlich, falls du diesen Menschen jetzt vor kurzem kennengelernt hast oder schon kennst, ist es so, dass dieser Mensch viel beschäftigt ist, ja? Viele Menschen wollen von diesen Menschen was. Hier könnten viele Leute die Beratung von diesen Menschen einfordern, ja? Die Hilfe, Unterstützung, er ist eine... Ja, ich nehme es wirklich so wahr wie eine wichtige Person, ja. Also sowas kommt mir hier rein. Kann auch sein, dass du eine Beratung bei diesen Menschen hattest, ja. Irgendeine Art von Beratung. Ich kann sogar nicht ausschließen, dass es hier um ein, um jemanden geht, der auch sehr, sehr spirituell oder sehr religiös ist, ja. Also es kann natürlich sein, dass du in Bezug dessen einen sehr spirituellen Menschen kennenlernst oder auch einen religiösen, traditionellen Menschen oder ist einfach stumpf älter, ja? Das kann auch möglich sein. Auf jeden Fall sehen wir hier, kommt Bewegung in dein Single-Dasein rein und die Zeit von alleine sein ist hier vorbei. Es geht darum, dass du hier vielleicht auch für dich selber so ein bisschen momentan abwägst, ob du überhaupt wieder in Beziehung gehen möchtest, was eigentlich deine Grundlagen sind, deine Prinzipien sind, ja? Und ich habe hier wirklich jemanden, der hier versuchen wird, dich zu erobern. Und zwar in Form von extremer, guter Kommunikation. Tiefgründige Gespräche bekomme ich rein. Auf jeden Fall auch, wo du sehr viel durchlernen kannst, viel Wissen dir aneignen kannst. Also es könnte auch so ein Mensch sein, der sehr viel erklärt, der sehr viel Wissen in sich trägt. Ja, also das sind die Dinge, die ich hier reinbekomme. Kennenlernen könntest du ihn tatsächlich in einer größeren Gruppe von Menschen. Das kann hier tatsächlich auch aus deinem Freundesbekanntenkreis sein. Es kann aber auch tatsächlich über einen Kurs, über einen, also etwas, wo du hingehst. Ja, vielleicht gehst du ins Schwimmbad immer und da könntest du diesen Menschen auch treffen. Also ich nehme hier wirklich eine größere Menschenmenge wahr, wo dieser Mensch zwischen ist, ja, und vielleicht hast du ihn auch so mal kennengelernt in der Vergangenheit und hier gab es irgendwelche Komplikationen zwischen euch oder einen Rückzug, ja, sehe ich eben auch, dann geht es hier wirklich darum, dieser Mensch wird hier wieder mit einer Kommunikation auf dich zukommen. Hier kommen Nachrichten rein, hier kommt ein Austausch rein und für dich ist es so, dass du irgendwie so ein bisschen zwiegespalten sein könntest und so ein bisschen hin und her schwanken könntest. Willst du wirklich in eine Beziehung oder möchtest du doch lieber Single bleiben, ja? Weil für einige habe ich hier so, du hast dich sehr daran gewöhnt, vielleicht alleine zu sein, dein Leben alleine zu strukturieren, ja? Du brauchst auf niemanden Rücksicht nehmen. Gleichzeitig fehlt dir aber auch schon doch dieses warme Gefühl, dieses vielleicht auch mal
die körperliche Nähe. Und generell habe ich hier auch jemanden, der sehr in seiner männlichen Energie hier auftaucht, der hier wirklich auch in die Eroberung geht. Und auch das könnte hier deinem Ego tatsächlich sehr, sehr gut tun, ja. Und sowas habe ich hier für die Singles. Also es ist spannend. Ich habe hier es auch sehr spielerisch. Das heißt, es kann sein, dass du dich hier mit diesen Menschen sehr viel necken wirst. Ja, so was dich liebt, das neckt sich. Und ich habe hier wirklich eine Verspieltheit drin, eine lockere Art und Weise. Gleichzeitig aber unheimlich viel, was du lernst durch diesen Menschen, weil er auch sehr weise ist. Ja. Wie gesagt, dieser Mensch ist sehr beliebt, auch in seinem Umfeld. Er hat hier auf jeden Fall auch eine beratende Funktion, ja, die nehme ich ganz stark wahr. Und es könnte sein, dass er eine bestimmte Uniform trägt, ja, also mir kommt eine Uniform rein. Auch die Zahl 88 könnte für dich wichtig sein oder dreimal die 8, ja. Okay. Es kann ja auch da natürlich darum gehen, dass hier ein Seelenpartner auf dem Weg zu dir ist, sofern du daran glaubst, ja. Das könnte hier wirklich ein Seelenpartner von dir sein, denn die 888 oder generell die 8 ist ja auch das Unendlichkeitszeichen, ja, die liegende 8, und deswegen komme ich hier auch auf diese Seelenpartnerschaft, unter anderem der Hierophant, ja. Wir haben hier die Kraft, tatsächlich Sternzeichen Löwe und den König der Schwerter, der uns jetzt auch schon echt seit einigen Legungen verfolgt. König der Schwerter, Zwillinge, Waage, Wassermann. Diese Verbindung mit diesen Menschen ist extrem anziehend. Ja? Ich habe auch das Gefühl, du hast hier jemanden, also da ist so ein Band zwischen euch. Ja? Also es könnte sich zeigen in dem, dass dieser Mensch dich mit den Augen wirklich extrem anfunkelt, ja, also ein schöner Augenkontakt, tiefgründige Gespräche, lange Gespräche nehme ich hier wahr, und gleichzeitig befreit sich hier auch ein Thema, was vielleicht bei dir noch ganz tief im Unterbewusstsein arbeitet, ja, oder ein Thema, was eben noch nicht komplett geheilt ist, kann durch diesen Menschen geheilt werden. Also es ist echt eine geile Legung, muss ich sagen. Hier wird ein neuer Weg eingeschlagen, obwohl du da noch so ein bisschen hin und her schwankst. Ja? Es kann natürlich auch sein, dass du hier mit zwei Männern zu tun hast. Einer ist ein bisschen älter und das andere ist ein absolut heißes Gerät. Ja? Also dieser Mensch hat es dir hier auf jeden Fall von der Optik her mega angetan. Er könnte auch so jemand sein, der eine extrem krasse männliche Energie in sich trägt. Ja? Also das ist hier schon wirklich optisch voll dein Ding. Und hier hast du auch eine ganz starke sexuelle Anziehungskraft, ja, was du spürst. Also diese Möglichkeit habe ich hier auch noch, weil wir hier die zwei der Münzen haben. Das kann also auch das Hin und Her schwanken mit den Möglichkeiten sein, ja. König der Schwerter ist jemand auf jeden Fall, der sehr redegewandt ist. Ich habe hier auch wirklich irgendwie das Gefühl, du hast hier mit jemandem zu tun, der extrem talentiert ist, ja, irgendwie eine Ausstrahlung hat, wo du sagst, Bombe, das ist einfach das, was mich catcht, ja, was mich packt, und ja, das ist dieses Kraftvolle, was ich hier sehe. Natürlich kann es auch sein, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der sehr viel Kraft besitzt, das ist eine starke Persönlichkeit, ja, und es könnte tatsächlich aber sein, dass du ein Stück weit dominanter bist als diese Person, ja, also ich habe dich hier so auch schon sehr dominant drin, also gefühlt ist es jedenfalls so. Du hast hier so den Löwen, ja, gebändigt, ja, und das kann auch sein, dass ihr euch hier so ein bisschen neckt und du ihn, ja, also hier ist eine flirty Energie, gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, dass du ihn so ein bisschen, ja, anheizt und gleichzeitig wieder fallen lässt, wenn ihr versteht, was ich meine, ja, also du heizt ihn an und gleichzeitig ist es so, dass du ihn gleich wieder ausbremst, so, ne, so ruhig brauner. Ganz ruhig. Also sowas nehme ich hier wahr. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr verspielt. Es ist eine schöne Energie und es ist auch etwas, was dir sehr, sehr viel Freude und Spaß bringt. Ja, also das habe ich hier schon mal so für dich. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir hier noch so für Informationen zum König der Schwerter bekommen. Das war jetzt nicht passend. Also das waren einfach gerade wieder zu viele Karten. Was haben wir hier? Das ist die Hohepriesterin. Dieser Mensch ist intuitiv, ja. Also dieser Mensch handelt auch sehr intuitiv, wenn er mit dir zusammen ist. Ich glaube, generell ist er ein sehr rationaler Mensch, ja.
Er könnte, wie gesagt, auch jemand sein, der auch ja, sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt, ja, geheimnisvoll. Vielleicht hält er auch viele Dinge hinterm Berg und du kitzelst die so aus ihm heraus, ja. Also, aber auch in einer sehr verspielten Energie. Ich habe ihn hier auch auf jeden Fall spirituell, er hat hier definitiv auch einen Glauben, ja. Also wie gesagt, für viele kann es auch hier mit diesem Hierophanten eine Person sein, ne. Jo, hier haben wir den Eremiten. Teilweise könnte er auch ein wenig wirklich zurückgezogen sein oder es ist hier jemand im Rückzug gewesen. Ja, hat sich hier so ein bisschen rausgenommen, hat hier so für sich selber versucht zu beleuchten, was das ist. Weil ich habe hier auch so, es könnte einem von euch auch so ein bisschen ja, Muffesausen gemacht haben. Ja, also die Gefühle kommen quasi volles Brett zutage. Und wenn das dann mal ballert, ja, dann kann es dem einen oder anderen auch schon mal ein bisschen wuling machen, ja. Und sowas nehme ich hier einfach wahr. Und da könnte er vielleicht auch ein Stück zurückgegangen sein oder sich ein Stück rausgenommen haben, ja. Diese Möglichkeiten nehme ich wahr. Sternzeichen Jungfrau haben wir hier auch noch. Aber, also selbst wenn du ihn kennenlernst, ja, und dieser Mensch zieht sich dann auf einmal ein bisschen zurück. Ja, das kann nämlich jetzt auch noch für die ein oder anderen kommen. Habe ich das Gefühl, mit einer klaren Kommunikation, wenn du ganz klar diesen Menschen ansprichst, hier, was ist los, ja, dass du dann auch deine Antworten bekommst, warum. Ne? Also ich habe hier so vielleicht auch, dass er hier sehr eingespannt ist, dass er hier viele Verpflichtungen hat. Das könnte auch noch möglich sein, ja. Hans und Franz will was von ihm und sein Telefon steht irgendwie nicht mehr still. Und man meldet sich nicht so ganz bei dir, ne? Also das habe ich hier auch. Da kann man drüber reden und dann kann man die Dinge auch wirklich wieder in die Klärung bringen. Ich habe das Gefühl, dass er ein ehrlicher Mensch ist. Er ist hier straight, ja. Und es geht auch darum, dass der manchmal zu straight ist, ja. Das heißt, also wenn du ihn was fragst und du kriegst eine Antwort, du kriegst eine ehrliche Antwort, aber es kann auch manchmal sein, dass die wirklich zu direkt oder zu ehrlich ist, ja. Also das ist König der Schwerter-Modus tatsächlich, muss man ganz klar sagen, ja. Brutal ehrlich habe ich hier. Ja, ja, so ist er. Gut, schauen wir weiter. Nee, das ist jetzt hier auch nicht richtig. So. Ja, okay. Der Tod und der Turm. Also bei diesen Menschen tatsächlich ist hier schon einiges passiert. Ja, ich glaube, dass dieser Mensch häufig vielleicht, also entweder hatte schon eine Scheidung hinter sich, ja, also dass dieser Mensch schon mal verheiratet war, oder hier gibt es andere Dinge, die bei ihm sich komplett, ja, komplett verändert haben. Hier geht etwas komplett zu Ende bei diesen Menschen. Ja, also ich habe das Gefühl, hier bricht auch etwas auf, ja, also vielleicht auch sein authentisches Selbst, was er bei dir zeigen kann. Vielleicht konnte er das in der Vergangenheit nicht, das nehme ich so wahr, und hat immer so funktioniert, dass alle damit zufrieden waren. Bei dir kann er so sein, wie er ist, und das findet dieser Mensch faszinierend. Hier ist eine faszinierende, ja, mega heftige Anziehungskraft zu spüren, ja, die von euch beiden ausgeht. Und hier geht es auch wirklich so ein bisschen in die gegenseitige Eroberung, ja. Also ich glaube auch, dass du nicht lange in diesem Modus sein wirst, wo du nicht wissen wirst, will ich jetzt weiterhin Single bleiben oder wage ich dieses Risiko, ja. Es könnte sich für dich auch wie so ein Risiko anfühlen, obwohl ich kein Risiko sehe. Es ist aber so, dass du nicht lange da drin bleiben wirst, weil das ist hier einfach, das catcht, ja, also das catcht dich hier volles Brett weg und hier geht es darum, dass das Single-Dasein aufhören wird. Also hier hast du die Chance, wirklich einen tollen Menschen kennenzulernen, natürlich hier in die Kommunikation zu gehen, ja, und wie gesagt, ich habe hier einen öffentlichen Platz, ich habe hier auch etwas, wo mehrere Menschen wirklich sind, ja, da könntest du diesen Menschen kennenlernen. Für ganz, ganz wenige kommt dieser Mensch wirklich über den Bekanntenkreis, von einem Freund, davon ein Freund oder so, ja, also auch das nehme ich hier wahr. Okay, du wirst auf jeden Fall merken, dass diese Person voll auf dich abfährt, das wirst du merken, die Liebenden. Ja, hier geht es um eine klare Entscheidung dafür, dass dieser Mensch sagt, hey, ne? Also
das mit uns, das passt schon. Und dieser Mensch möchte dich auf jeden Fall näher kennenlernen. Und hier ist auf jeden Fall auch Potenzial dafür, wirklich in eine feste Beziehung zu gehen. Das ist das, was ich dir hier sagen kann. Also es ist echt spannend. Und natürlich kann es für die eine oder anderen sein, dass du hier mit diesen Menschen schon in der Vergangenheit zu tun hast. Ja, auch das kann ich nicht ausschließen. Und dieses Band zwischen euch, du spürst das, ja, oder auch wenn es jetzt ein neuer Mensch ist, du wirst es spüren und du wirst hier auch genau wissen, um wen das geht, falls du diesen Menschen schon kennst, ja. Wenn du ihn nicht kennst, dann wirst du diesen Menschen jetzt kennenlernen können. Ich habe hier auch zu diesem Menschen noch tatsächlich, dass er vielleicht irgendwie häufig die Farbe Schwarz trägt oder auch weiße Hemden. Also Smoking kommt mir tatsächlich auch rein. Für die einen oder anderen kann ja auch eine Uniform wichtig sein. Und was mir auch reinkommt, ist, dass dieser Mensch in seiner, dass der in seinem Beruf wirklich wie so jemand ist, der total anständig ist. Und wenn er dann privat ist, dann ist er total verspielt, total offen und auch für alles andere so ein bisschen offen. Ja, also könnte... Also der ist nicht so locker in seinem Beruf, wie er daheim ist. Ja, manche können ja das auch im Beruf, ne, dass sie dann auch so locker sind, aber das kann er hier irgendwie nicht. Also da muss ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit drin sein. So kriege ich das rein. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Grundsätzlich könnte es auch sein, dass dieser Mensch irgendwie, ein Wintertyp ist, also dass dieser Mensch wirklich den Winter oder den Herbst bevorzugt, ja, oder du auch, das könnte hier auch möglich sein. Und was mir noch reinkommt zu diesem Menschen ist, dass er eventuell Blumen mitbringen könnte oder wirklich Sonnenblumen, ja, also die Sonnenblume kommt mir nämlich auch ganz, ganz stark rein und vielleicht hat dieser Mensch Sonnenblumen auf seinem Grundstück, ja, oder du hast Sonnenblumen irgendwie bei dir auf deinem Grundstück oder wo du wohnst, ja, die Sonnenblume spielt ja auch eine Rolle auf jeden Fall. Oder er bringt dir eine schöne kleine Geste mit, ja. Also das kann ja auch sein, wenn man sich wirklich gut austauscht, man trifft sich das erste Mal. Dieser Mensch wird hier versuchen, wirklich dich zu erobern und sich von seiner besten Seite zeigen. So habe ich das. Okay. Und ich glaube, dass ihr so eine Verbindung haben werdet, ne? Also man, wenn man dann abends irgendwie sagt, okay, komm, wollen wir heute Abend telefonieren, ihr telefoniert oder ihr schreibt, ja, und man findet gar kein Ende und man möchte gar nicht aufhören, weil die Kommunikation so genial ist, ja, so lustig, einfach Spaß macht. Und schweren Herzens muss man sich dann aber immer wieder, sage ich mal, zurückziehen, weil man vielleicht auch früh aufstehen muss oder sonstiges oder arbeiten muss, ja. Und sowas nehme ich ja auch wahr. Also so ein bisschen Traurigkeit, wenn dann die Gespräche abends zu Ende gehen, sagen wir es mal so, ja. Auch das habe ich hier. Jojojo, der Teufel ist gefallen. Also, ich habe das Gefühl, dass das hier schon eine heftige Anziehungskraft zwischen euch ist, ja, auch im sexuellen Bereich. Also das könnte hier wirklich, ganz schön reizend sein. Also du könntest auch ziemlich reizend für ihn sein. Also ich sehe hier den Teufel komplett in einer Verlockung. Ich sehe ihn nicht in einer unfreien oder toxischen Liebe, sondern hier geht es wirklich auch mit der Kraft so, dass er hier wirklich kaum an sich halten kann. Ja, also dieser Mensch fährt hier volles Brett auf dich ab und du fährst hier aber genauso auch volles Brett auf ihn ab, aber du bremst ihn dann halt auch wieder. Ne? Das ist dieses Spielchen von ich heiz dich an und bremst dich dann auch erstmal wieder dezent aus. Ja, also sowas habe ich hier. Es kann auch sein, dass du diesen Menschen, ich mache mal die Karte hier drüber, weil könnte Probleme geben, dass du diesen Menschen tatsächlich reizende Fotos schickst oder er dir reizende Fotos schickt von sich, ja. Das müssen keine Nacktbilder sein, sondern das kann wirklich, ich sag's mal so, einfach wirklich ein verschmitztes Lächeln sein, ja, oder einfach etwas, was sehr, sehr schön ist. Also ich habe hier nichts Aufdringliches, ja, sondern ich habe es, dass es dir gefallen wird. Ja, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und das ist voll der Abturner für dich und der schickt dir, weiß was ich nicht, ich meine, dass der heute in der Welt leider auch so ein
gängiges Thema. Ja, da hast du auf einmal einen Dickpick auf deinem Telefon oder je nachdem, auf welchem Endgerät du es öffnest, ja, und fällst was vom Glauben und das tönt dich total ab. Das ist natürlich nicht gemeint, ja. Also hier geht es darum, dass das schon ja, auf Gegenseitigkeit beruht und dass es auch keine Grenze überschreitet, sondern in einem vernünftigen Maß ist, ja. So habe ich es dann. Sexuell könnte das mit diesen Menschen allerdings sehr, sehr intensiv sein. Es könnte sein, dass du wirklich da extrem krasse Gefühle bei hast, ja. Du merkst auch, dass die Nähe dir unheimlich gut tut, Kraft schenkt, ja, auch sowas habe ich hier. Und du fühlst dich in den Armen dieses Menschen sehr geborgen und warm, ja. Also ich kriege ein wärmendes Gefühl, Geborgenheit und gleichzeitig auch Schutz. Dieser Mensch bietet dir Schutz. Ja, das ist das, was durchkommt. Okay. Schauen wir noch weiter. Eine Karte hätte ich noch ganz gern. Auf jeden Fall wird hier Beziehung möglich und diese Beziehung könnte schon, also das könnte schon extrem werden, ne? Dass man hier wie süchtig nacheinander wird. Ja, nach dem Geruch, nach den Gesprächen, sowas habe ich hier. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen, dass es nicht ins Toxische abrutscht, ja. Aber eher ist es wirklich so. Man ist hier süchtig nach einem, ja, oder du wirst süchtig nach diesen Menschen, nach der Nähe dieses Menschen, also man ist gerne zusammen, ja. So was habe ich hier. Der Hang auf The Unknown Card, also es kann sein, dass du das tatsächlich schon persönlich vorhergesagt bekommen hast, es kann sein, dass du es dir in deinen Karten selber schon vorhergesagt hast und es kann sein, ja, dass du einfach vom Universum auch immer wieder Botschaften schon bekommst. Ja, vielleicht hast du diesen Menschen auch schon mal in deinem Traum gesehen, in einer Meditation gesehen oder dir kommt ein Geruch auf einmal bekannt vor oder die Stimme. Ich kriege die Stimme rein, die Tonlage der Stimme. Ja, also der könnte für dich eine ganz, ganz attraktive Stimme haben, ja, wo du sagst, oh, das macht mich wuschig, ne? So, ihr wisst, wie ich es meine, ne? Genau, ja, sowas habe ich hier. Ist echt spannend, ihr Lieben. Ja, letztens hat eine geschrieben, ich habe ziemlich intensive Einblicke und ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es stimmt schon. Also manchmal kommen hier Bilder durch, ja. Da muss man dann schon mal schmunzeln, ihr Lieben. So, weiter geht's. Ja, für die Singles sieht das hier echt super aus, ne? Muss man sagen. Ja, anders habe ich es nicht erwartet. Wir haben hier die White Lady. Hier geht es um das Geheimnisvolle. Es geht um den Jungbrunnen, um die Eleganz. Ja, also ich glaube, dieser Mensch und du, ihr werdet so viel Spaß haben. Ihr werdet hier so viel Abenteuer erleben können. Ihr werdet viele Dinge gemeinsam machen können. Ja, und hier ist wirklich was richtig, richtig Schönes zu sehen. Und vielleicht hast du wirklich schon das ein oder andere geträumt. Ich kriege das hier ganz stark rein. Könnte auch sein, dass du tatsächlich, also es muss nicht sein, für einige kann es sein, dass du dunkle Haare hast, ja, muss aber nicht, kann es auch blond sein, ja. Aber was mir hier reinkommt wirklich ist, dass dieser Mensch dich um Jahre verjüngt, ja, oder du ihn um Jahre verjüngst, kann auch sein, ne. Also man verjüngt sich gegenseitig, das ist hier echt, das ist eine schöne Sache, muss man sagen. Ich glaube auch, dass er so ein bisschen von der alten Schule ist. Also dieser Mensch hat auch alte Traditionen und alte Werte, die ihm wichtig sind. Jo, jetzt kommt noch die Soulmate. Das hatten wir ja schon, ne? Habe ich ja schon gesagt. Lebensendliebe, göttliches Geschenk. Ja, das wird jetzt zu dir kommen, ne? Also die Singles haben hier Jackpot, würde ich sagen. Also das ist echt was, also nicht Lustiges in dem Sinne, dass ich mich drüber lustig mache, sondern das ist was Schönes, was Erheiterndes, was Fröhliches, ja. Also echt cool, muss man wirklich sagen. Aber auch auf so vielen Ebenen, ne? Es matcht hier volles Brett. Also ihr werdet unheimlich viel lachen, ihr habt irgendwie auch, also so viel Witz und Charme, ich weiß nicht, also hier ist so ein Dauergrinsen in meinem Gesicht. So, wir haben noch die Dancing Flame. Ja, hier ist die Action, die Erotik, ja, all das, was ich schon gesagt habe. Es wird ziemlich aufregend für dich.
Ich glaube auch, dass es teilweise wirklich kurzzeitig für einen von euch wirklich überfordernd sein kann. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob du vielleicht sogar diejenige bist, die hier, sage ich mal, ein Stück weit zurückgeht, weil du hier vielleicht auch wirklich, hier könntest dich gefühlstechnisch übermannen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier ist was echt Geiles zu sehen, ja. Und es gibt überhaupt keinen Grund, hier irgendwie Angst zu haben. Denn hier sieht man wirklich, dass einfach ein geiles Abenteuer ja auf dich wartet, ein geiler Neubeginn, ja, in der Liebe. Und das noch mit dem Soulmate. Also, wow, was will man mehr? Vielleicht kannst du auch, vielleicht hast du oder lernst du diesen Menschen über das Tanzen kennen. Ja, Tanzen könnte hier auch wichtig sein oder dein Hobby ist Tanzen oder ihr macht zusammen irgendwie Tanz. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass du diesen Menschen nicht auch heiraten wirst, ja. Also auch eine Hochzeit dieses Menschen hier ist drinne. Weil, wie gesagt, das ist hier wirklich, das bammt. Das bammt vom Allerfeinsten hier. So, hier haben wir die Flower and Love. Ich habe hier wirklich nur die reine Verführung und die Lebensfreude. Ne? Also hier geht es um Verführung, hier geht es um Lebensfreude, hier geht es um Action. Natürlich ist es so, wenn so eine Liebe aufeinander trifft oder diese Gefühle, ja, das außen beobachtet. Das ist logisch, ja. Also die Leute werden aber sehen, wie ihr beide aufblüht und zwar extrem. Ja, ich habe das Aufblühen hier. Ich habe das, dass Menschen zu dir sagen können, mein Gott, irgendwie du wirkst ganz anders, du strahlst was anderes aus, ja. Und es kann auch sein, dass einer von euch tatsächlich eine Brille trägt. Ja, also das habe ich ja auch noch für die einen oder anderen. Es kann aber auch Kontaktlinsen sein. Dieser Mensch wird auch immer wieder dir kleine Gesten wirklich machen, ja, also es geht hier darum, dass er dir immer wieder irgendwie eine Freude machen möchte. Dieser Mensch liebt es, wenn du lachst, dieser Mensch liebt es, wenn du über alle Backen strahlst, ja, also es ist, allein damit machst du ihm eine Riesenfreude, ja, wenn du traurig bist, dann kann dieser Mensch das überhaupt nicht ab. Also sowas habe ich hier, es ist echt eine wunderschöne Verbindung, die hier liegt. Ja, und hier haben wir nochmal den Seelengefährten. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass du hier ein Haustier hast. Es geht hier um einen loyalen Menschen, den du jetzt kennenlernen wirst. Es geht um Treue. Es geht wirklich darum, dass hier was Geiles liegt. Also ich wiederhole mich nur noch 500 Mal. Wir haben hier noch The Wise Man. Das ist diese Weisheit, das ist dieses Intelligente. Ja, und auch, dass dieser Mensch eine gewisse Stärke hat. Auch du hast eine gewisse Stärke. Und dieser Mensch wird hier auch noch mutiger. Also es gibt vielleicht Dinge, die er noch von dir lernt und die du von ihm lernst. Und ihr heilt euch hier auch gegenseitig, ja. Weil es kann sein, dass dieser Mensch, wie gesagt, hier schon mal verheiratet war und auch schon ganz viel Scheiße im Leben erlebt hat, ja. Also sowas habe ich hier auch. Ja, das Ganze hat hier mit der Sanduhr natürlich seine Zeit gedauert. Göttliches Timing ist hier am Start, ja. Hier endet ein Zyklus und hier ist der Honig reif, ja. Und wie wir alle wissen, Honig ist auch antibakteriell. Das heißt, du hast dich hier von einigen Dingen, ja, erholt. Du bist geheilt und jetzt kommt die Süße des Lebens zu dir, ja. Und in Form dieses göttlichen Geschenkes, deinem Soulmate, ja. Also es ist echt Wahnsinn. Geiles Orakel, ihr Lieben. Einfach nur traumhaft. Okay, schauen wir die Sternzeichen. Wir haben hier die Fische. Hui. Wir haben hier den Wassermann. Wir haben hier die Zwillinge. Wir haben den Skorpion. Oh, geflippt die Jungfrau. Und hier haben wir noch den Stier. Und im Unterdeck habe ich hier den Widder. Also für diese Sternzeichen ist es hier nochmal besonders eine Botschaft, ja. Aber natürlich auch, wenn dein Sternzeichen nicht gefallen ist, kann das hier trotzdem dein Reading sein, ja. Die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen, ihr Lieben. Okay, schauen wir weiter. Welches Kraftspiel ist hier noch wichtig? Okay. Wir haben den Pelikan, die Auferstehung. Ein alter Zyklus geht zu Ende, eine neue Reise beginnt. Spüre, wie der Segensstrom dich trägt. Passender geht's nicht.
Der Pelikan, also es gibt ja den Pelikan-Stift auch, ne? Vielleicht schreibst du mit diesem Stift. Generell kann auch der Pelikan, wie gesagt, für dich wichtig sein. Vielleicht siehst du häufig einen Pelikan im Fernsehen, ja. Oder du hast einen Bezug zu diesem Tier, dann kann das hier auch für dich eine wichtige Information sein. Aber grundsätzlich geht hier wirklich dieses alte Single-Dasein, das geht zu Ende. Und hier beginnt wirklich eine komplett neue Reise. Und das habe ich ja schon gesagt und die ist wunderschön. Mit dem Storch zeigt es hier auch nochmal die Fruchtbarkeit an. Der Bote des Frühlings, ja, also hier wirst du Frühlingsgefühle haben im Winter. Also es könnte sehr warm werden, bei dir jedenfalls ums Herz. Und eine neue fruchtbare Phase kündigt sich an. Deine Vorhaben stehen unter einem günstigen Stern. Also diese Liebe oder diese Verbindung, die jetzt hier zusammengeführt wird, ja, kann auch, wie gesagt, ja jemand aus deiner Vergangenheit sein, ja. Da ist es tatsächlich so, dass das jetzt hier unter einem günstigen Stern steht, ja. Und die Chance wird dir auf jeden Fall gegeben, wenn du hier mit in Resonanz bist. Der Storch steht auch immer für positive Veränderungen, für Geburt, für Umzug, ja, also auch, ich kann hier nicht ausschließen, dass man hier nicht sogar wirklich bis zur Ehe geht. Wir haben hier das Karussell, etwas dreht sich im Kreis, wiederkehrender Zyklus, davor könntest du Angst haben, ja, das ist auch das, wo du eventuell nochmal so ein bisschen, ja, hin und her eiern könntest für dich selber, ja, in der Gefühlswelt, soll ich nicht, ich habe auch ein bisschen Ängste, ja, das sind mehr deine Gedanken, die dich hier die es dir schwieriger machen, ja, denn ich sehe hier wirklich was mega Geiles auf dich zukommen und vor allen Dingen auch dieser wiederkehrende Kreislauf, ja, falls du hier auf jemanden aus der Vergangenheit schaust, der hört auf, beziehungsweise vielleicht hast du immer wieder jemanden kennengelernt, ja, du hast immer wieder investiert, deine Zeit, deine Energie, ja, und jedes Mal hat sich rausgestellt, war, ja, für die Mülltonne, ja. So, und jetzt ist das aber vorbei. Jetzt kommt ein vernünftiger Mensch. Die Kirmes kommt mir auch rein, das Oktoberfest kommt mir auch rein. Vielleicht hast du auf dem Oktoberfest jemanden auch kennengelernt. Jo, hier sind ist der Triton, hier geht es um das Gefühlschaos, um die unendlich tiefen Gefühle und auch, dass man wirklich ein bisschen Angst haben könnte, ne? Weil das hier ist schon etwas extrem Kraftvolles. Also das habe ich hier schon. Aber das braucht dir wirklich keine Angst machen. Hier werden, also hier sind es wirklich nur Ängste, ja. Gut, einer noch. Ja, der Wasserfall. Gefühle fließen wieder und große Hoffnung. Die darfst du haben, ja. Es wird hier sehr, sehr schön. Und hier haben wir noch den Feenglanz. Glow up, du wirst glänzen und neue Talente entdecken. Also hier ist dieser Jungbrunnen, ja. Du wirst auch wirklich vielleicht Dinge an dir entdecken, wo du das Gefühl hast, du wusstest gar nicht, dass du das oder das kannst, ja, oder du entdeckst auf einmal neue Talente an dir. Das ist meistens so, wenn wir auf einen wirklich richtigen Menschen stoßen, ja, dass wir dann wirklich auf einmal Dinge auch erkennen oder wir glänzen, ja, das ist einfach so. Du erstrahlst in einem mega geilen Licht und das zieht auch weitere Menschen an, die einfach positiv sind, ja. Wow. Also es ist mega geil. Vielleicht kannst du auch was mit einer Schaukel anfangen, ja, also eine Schaukel, die im Garten steht, ja. Also sowas habe ich hier. Es geht hier darum, dass vielleicht hast du eine Schaukel im Garten stehen oder so. Das kommt mir hier auch rein. So, wir haben hier noch, schaue dein Muster in Beziehungen an. Anzuerkennen, dass du dein Verhalten ändern oder abwandeln musst, erfordert innere Stärke. Ja, und es gibt hier vielleicht wirklich Muster, die hier noch aufgelöst werden, aber das schaffst du mit diesen Menschen. Ja, hier geht es darum, dass ihr beide euch auch trefft, um euch gegenseitig zu heilen. Die Zahl 32 könnte für dich wichtig sein. Und wir haben hier, körperliche Berührung ist wichtig. Für manche ist nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Also dieser Mensch könnte auch wirklich so deine Hand küssen. Er könnte sehr, sehr zärtlich sein. Ja, zärtliche Berührungen, leichte Berührungen, die ich am Anfang wirklich wahrnehme. Ja, und generell ist er ein sehr fürsorglicher, liebevoller Mensch. Ja, auf ganzer Ebene, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Wow, die Zahl 47 könnte auch noch wichtig sein. Jetzt machen wir auch gleich die Zahlen noch. Das ist sehr spannend.
Ja, Anfang und Ende. Also das Universum möchte uns hier keinen Zeitraum nennen, aber wir fragen noch nach einer Zahl. Wir haben die Zahl 7. Das ist eine heilige Zahl. Die 77 könnte für dich auch von Bedeutung sein. Der 7.7. oder der Monat 7. Ja? Oder tatsächlich 72, weil wir haben ja noch die 2. Und ein Montag könnte für dich wichtig sein. Also montags könntest du immer zum Tanzen gehen. Ja, da könntest du zum Beispiel diesen Menschen kennenlernen. Oder an einem Montag kommst du mit diesen Menschen ins Gespräch. Aber bitte bedenkt, Zeit ist relativ. Das muss nicht immer passen. Ja, es kann, aber muss nicht. Die Zahl 27, 72, der Monat 2 könnte für dich auch wichtig sein. Und mir kommt die 772 in deiner Telefonnummer oder in deiner Postleitzahl noch durch. Und es kann sein, dass die 27 in deinem Kennzeichen ist, ja? Okay, schauen wir weiter. Hier ist auch wieder die Feder, ne? Wo viel dir geschrieben wird. Du bekommst hier tatsächlich Botschaften vom Universum über Träume, über Tiere, über Zahlen, über Buchstaben, über Musik. Ja. Gleichzeitig wirst du hier mit jemandem in eine Kommunikation kommen, die dir sehr gut gefallen wird. Und der Buchstabe A könnte für dich von wichtiger Bedeutung sein. Die Farbe Blau könnte auch von wichtiger Bedeutung sein. Ich habe das Gefühl, vielleicht fährt jemand ein blaues Auto. Hier haben wir nochmal den Buchstaben A. Mhm. Neue geistige und hellsichtige Erfahrungen verändern deine Sicht der Welt und deiner selbst. Erlaube deinen geistigen Gaben, sich zu entfalten durch Lernen, Beten und Meditieren. Also du bekommst hier wirklich viele Botschaften und gleichzeitig, ja, wer Ariel kennt, weiß, dass A bei Ariel ein riesengroßer Traum in Erfüllung gegangen ist und B eine Versöhnung stattgefunden hat und C letztendlich ein Happy End war, ja. Also und genau das haben wir hier. Und das zeigt sich hier echt geil an. So, jetzt haben wir noch Gabriel, den Erzengel Gabriel, der Buchstabe G. Deine Lebensaufgabe hat mit Kommunikation und Kunst zu tun. Bitte lass dich nicht verunsichern und dadurch davon abhalten. Ich werde dir helfen. Jo, also hier geht es definitiv um Communication, die hier auf dich zukommt. Ja, also hier wird viel kommuniziert, hier wird auch das ein oder andere mal diskutiert, ja. Aber alles in einem vernünftigen Rahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieser Mensch hat hier auch viel Wissen, ja, also... Ja, das einzige Manko, was dieser Mensch eventuell haben könnte, das könnte sein, dass er häufiger mal wirklich, also dass er freiheitsliebend ist, ja, dass er eben auch seine Freiheiten oder seine Abwechslung braucht, ja, für manche ist das überhaupt kein Problem und die anderen sagen, für mich ist das jetzt irgendwie, naja, kann ich jetzt nicht so mit umgehen, ja, aber das hat er hier, das waren jetzt zu viele, wir nehmen noch eine. Wir haben noch den Buchstaben L. Laila, verbringe Zeit allein in der Natur, meditiere über deine Wünsche und Absichten, bitte die Engel dir zu helfen, zu einer positiven Sicht zu kommen. Also es kann auch sein, wirklich, dass du dich auch mit Homöopathie oder Heilkunde beschäftigst oder ihr beide, ja, auch Kräuter und sowas habe ich damit drin. Es kann einfach auch sein, dass du generell ein sehr naturverbundener Mensch bist. Du wirst viel mit diesen Menschen auch spazieren gehen, wirklich auch ruhige Momente haben, wo man wirklich tiefgründige Gespräche führen kann. Etwas einfach total Schönes, ja. Und es kann sein, dass du in der Nähe eines Waldes auch wohnst oder dieser Mensch in der Nähe eines Waldes wohnt. Okay, schauen wir weiter. Ja. Die beglückenden Veränderungen sind runtergeflogen, also hier kommen beglückende Veränderungen und du wirst hier strahlen. Und hier haben wir nochmal das doppelte Ja. Also da gibt es auch nichts mehr zu sagen, ja. Hier zeigt sich was super Schönes an. Gut. Welcher Heilstein kann dich hier unterstützen? Jetzt bin ich gespannt. Wir haben den Apophyllit, verstärkte Unterstützung. Dank ihrer positiven Einstellung und Bereitschaft zu empfangen, bietet sich ihnen eine Vielzahl an Gelegenheiten. Jo, also es ist wirklich so, dass du hier auch die verstärkte Unterstützung vom Universum hast, ja?
Ich glaube auch einfach, dass dir wirklich zum Beispiel grüne Heil- oder Edelsteine dich unterstützen können. Mir kommt die Farbe grün rein, also grüne Edelsteine, ja. Vielleicht trägst du das auch schon oder auch tatsächlich der Stein, der Saphir, der könnte für dich auch von wichtiger Bedeutung sein. Okay. Was möchte die Kraft deiner Seele noch sagen? Erschöpfung. Erschöpfung heißt, dass deine Schöpferkraft gerade erschöpft ist. Es gibt nichts weiter zu tun, gönne dir eine Pause, ruh dich aus, bis deine Schöpferkraft zurückkehrt. Ja, ich glaube, du hast hier eine lange Zeit wirklich alleine verbracht, ja. Und vielleicht warst du auch wirklich erschöpft. Du hattest immer auch keine Unterstützung, ja. Jetzt hast du einen oder du wirst jetzt einen Menschen kennenlernen, der wirklich ein Partner ist, der dich unterstützt, der dich in allen Belangen unterstützt, ja. Der dich auch nicht irgendwie, hintergeht oder sonstiges dergleichen. Habe ich hier nicht. Es ist jemand, der genau das Gegenteil tut. Er unterstützt dich, auch wenn du erschöpft bist, ja. Dieser Mensch wird alles dafür tun, dass es dir gut geht. Er wird dir Tee kochen, er wird dir eine Wärmpulli machen, also ich nenne das immer Wärmpulli, eine Wärmflasche machen. Und er wird sich einfach um dich sorgen, ja. Also so weit, wie es in seinem zu tun geht, ja. Also wenn er arbeiten muss, dann geht das natürlich nicht. Aber so wie er kann, wird er das tun. Er ist sehr daran interessiert, dass es dir gut geht. Ja, daran kannst du diesen Menschen auch definitiv erkennen. Also, wir haben die Eibe in größter Not und tiefster Verzweiflung erhalte ich Rat, Hilfe und Führung. Ja, und dieser Mensch wird dich nicht im Stich lassen. Der wird dir in jeder Notlage zur Seite stehen. Und wenn du den nachts anrufst, ja, auch wenn der arbeiten muss, der wäre für dich da oder der ist für dich da. Genau das habe ich. Das ist diese Loyalität. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ja, krass. Jetzt müssen wir noch eine Hardcard ziehen. Bei dem Orakel muss das sein. Die Antwort lautet nein, die Antwort lautet ja. Und lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ja. Also ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass dein Gefühl dir am Anfang vielleicht wirklich sagen könnte, nein, oder du siehst ihn, nein, obwohl eigentlich nichts dagegen spricht. Ja, dieses Nein interpretiere ich wirklich hier in deinen Gedanken als Zweifel. Ich habe hier wirklich zweifelhafte Gedanken und hier geht es auch darum, dass man versteht, was hängt eigentlich dahinter, wovor habe ich Angst, ja. Und hier geht es auch darum, hier kann es auch sein, dass dieser Mensch irgendein Ding macht, ja, wo du sagst, nein, will ich nicht, ja. Und dann knallt das hier zwischen euch einmal, aber ihr werdet das Ding wieder rumdrehen. Also er wird hier alles daran setzen, dass es dir gut geht. Genau so etwas habe ich. Und wir haben hier das Abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Bevor du nein sagst, also warte erstmal, ja. Überstürze nichts. Sag nicht zu schnell nein, sag nicht zu schnell ja. Lass den Dingen ihren Lauf. Das ist hier die Botschaft. Also es ist ein mega geiles Orakel, muss ich sagen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass ganz, ganz viele hier mit in Resonanz gehen. Denn hier wartet ein wirklich loyaler Partner auf dich. Ja, das habe ich hier. So, jetzt machen wir noch die Charms und dann machen wir Schicht im Schacht. Okay. Jo, dann soll es so sein. Wir haben hier die Glocken, ja. Die Glocken läuten, ja. Wir haben die Engel auf jeden Fall, also Nachrichten, ja, und auch Botschaften aus dem Universum, was du bekommst, definitiv. Wir haben hier die Zahl 9 oder die Zahl 6 noch als Information. Wir haben hier wieder ein Amulett, also vielleicht hast du ein rundes Bild an der Wand von deinem Haustier, könnte einmal eine Botschaft für dich sein, oder dieser Mensch hat ein rundes Bild von seinem Haustier an der Wand oder trägt ein Amulett seines Haustieres oder du. Ich habe hier mit dem Schmetterling natürlich die Transformation, der alte Zyklus, ja.
Hier ist dieses, ist der Stier gefallen, ja, das ist so dieses auch Sture, das Bodenständige, aber gleichzeitig auch wirklich die Verlässlichkeit, ja, die Sicherheit und Stabilität, die dieser Mensch dir geben wird. Ja, der Knotenschlüssel, der sich hier jetzt sozusagen lösen darf, hier geht dieser Zyklus zu Ende. Wir haben nämlich noch zwei weitere Schlüssel. Ja, und insgesamt hast du hier wirklich eine mega geile Chance, denn die Zahl 3 steht auch für die gute Chance. Und hier schließt sich etwas schicksalshaft auf. Das ist die Botschaft, die ich reinbekomme. Das Kreuz steht auch nochmal für das Schicksalhafte, ja. Der Elefant, das ist auch ein Seelenpartner-Tier für mich, ja, weil Elefanten sind sehr, sehr treue Tiere und sehr familiär und das kommt mir hier durch. Außerdem hat dieser Mensch auch, ja, ein dickes Fell, ja, was so Menschen anbelangt, die ihm nicht ganz so nahe stehen, ja. Da kann dieser Mensch ziemlich gut, ich sag's mal, so eine harte Haut sein und kann dich auch gut unterstützen, ja, so habe ich das. Die Biene steht hier für das Glück, gleichzeitig für den Fleiß. Ja, es kann sein, dass er sehr viel arbeitet oder auch du sehr viel arbeitest, dass ihr sehr fleißige Menschen seid. Auch das kriege ich rein und dass ihr auch immer weiter an eurer Beziehung arbeiten werdet. Ja, und somit der Segen sich einstellen kann. Hier haben wir nochmal die Engelsflügel. Dann haben wir den Stern. Es steht unter einem günstigen Stern, bestätigt hier das jetzt auch nochmal von den Charms. Dann haben wir hier ein kleines Mädchen und ich habe das Gefühl, dass wirklich, du wirst so eine Kindheitsfreude. Kennt ihr dieses Unbeschwerte, wenn man als Kind, als kleines Mädchen sich auf Weihnachten freut, ja? So eine Freude ist das hier. Das ist was wirklich Schönes. Dieser Mensch zaubert Gefühle in dir hervor, wo du dich freuen wirst wie ein kleines Kind. Ja, unbeschwert. Also es ist einfach nur schön. Ich kann es nicht anders sagen. Und hier haben wir das Herz, was für die Liebe steht. Dein Herz wird unbeschwert sein. Unbeschwert. Ja? Dieser Mensch bringt unbeschwerte Energie in dein Leben. Es ist Wahnsinn. Ihr Lieben, damit belasse ich es jetzt auch. Ich hoffe, dass ich euch hiermit noch eine Freude machen konnte und ich bedanke mich nochmal für jegliche Wertschätzung in meine Richtung. Vielen, vielen lieben Dank auch für jedes Abo, was ihr mir da lasst, für die Unterstützung meines Kanals, für eure Spenden. Danke, 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 wirklich von ganzem Herzen. Und für alle, die neu auf meinem Kanal sind und das noch nicht wissen, mich gibt es noch bei Facebook, da könnt ihr mir gerne eine Freundschaftsanfrage stellen unter Janinas Sternstunde, wenn ihr mögt. Und alle verwendeten Kartendecks findet ihr in der Infobox unter dem Video. Genau, und ich mache keine persönlichen Legungen, ihr Lieben. Ja, also in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.